Die ISS, die Erde mit unglaublicher Geschwindigkeit umkreist, ist nicht nur ein Leuchtturm menschlichen Einfallsreichtums, sondern auch ein potenzieller Magnet für außerirdisches Interesse. Durch ihre ständige Präsenz über unserem Planeten ist die ISS zu einem Hotspot für ungeklärte Phänomene geworden. Kürzlich waren UFO-Jäger und Enthusiasten beeindruckt, als sie ein riesiges, zigarrenförmiges Objekt entdeckten, das in der Nähe der Raumstation schwebte. Diese Sichtung hat die Debatten neu entfacht und heftige Spekulationen über die Möglichkeit ausgelöst, dass außerirdisches Leben menschliche Aktivitäten aus den Tiefen des Weltraums überwachen könnte. Als der Live-Feed dieses mysteriöse Objekt einfing, waren Zuschauer auf der ganzen Welt fasziniert. Das Filmmaterial zeigt das Mega-UFO, begleitet von zwei leuchtenden Kugeln, das sich anmutig über den Bildschirm bewegt. Der Anblick dieses riesigen Raumschiffs mit seiner besonderen Form und seinen eigenartigen Bewegungen hat bei vielen Zweifel am Ausmaß der außerirdischen Technologie und ihren Absichten hervorgerufen. Warum befand sich dieses Objekt in der Nähe der ISS? War es ein reiner Zufall oder gibt es einen tieferen Grund für sein Erscheinen? Um die Intrige noch zu verstärken, wurde kurz nach der Sichtung die Live-Übertragung auf mysteriöse Weise unterbrochen, was zu weit verbreiteten Spekulationen führte, dass die NASA möglicherweise absichtlich Beweise für außerirdische Begegnungen verheimlichte. Dies ist nicht das erste Mal, dass sich ein solches Ereignis ereignet, und es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein. Der Zeitpunkt der Unterbrechung des Feeds, direkt nachdem das Mega-UFO in Sichtweite kam, hat zu zahlreichen Verschwörungstheorien und der wachsenden Überzeugung geführt, dass hinter diesen Sichtungen mehr steckt, als man auf den ersten Blick sieht. Angesichts unzähliger ungeklärter Sichtungen und zunehmendem Interesse an UFO-Phänomenen setzen wir unsere Suche nach der Wahrheit fort, erweitern die Grenzen unseres Verständnisses und suchen nach Antworten auf die größten Geheimnisse des Universums. Doch bevor wir tiefer in diese unglaubliche Sichtung eintauchen, wollen wir uns zunächst ein wenig mit der ISS und ihrer faszinierenden Geschichte befassen. Die Internationale Raumstation ist das größte Einzelbauwerk, das jemals von Menschen in den Weltraum gebracht wurde. Es befindet sich in einer Umlaufbahn um die Erde und umkreist alle 90 Minuten mit enormer Geschwindigkeit den Globus. Wenn Sie wissen, wann und wo Sie suchen müssen, ist er von der Erde aus gut sichtbar. Er erscheint als leuchtender, sich bewegender Lichtpunkt und kann in seiner Helligkeit mit dem strahlenden Planeten Venus konkurrieren. Als multinationales Programm, das Astronauten und Kosmonauten als Heimat dient, hat die ISS es ermöglicht, Menschen weiter als je zuvor ins All zu schicken. Im Grunde hat es den Menschen einen dauerhaften Aufenthaltsort im Weltraum verschafft, etwas, das früher nur reine Science-Fiction war. Wie die meisten Raumfahrtprogramme ist die ISS ein Beweis für die Anstrengungen, die wir bei der Suche nach Wissen unternehmen werden. Die Raumstation hat es den Menschen ermöglicht, dauerhaft im Weltraum präsent zu sein. Seit der Ankunft der ersten Besatzung leben Menschen jeden Tag im Weltraum. Aber seit dem Start ins All gab es auch viele ungeklärte Sichtungen unbekannter Flugobjekte in der Nähe der Station, die manchmal mit der kurz darauf erfolgten Abschaltung der Live-Übertragung durch die NASA zusammenfielen. Unsere Sonne, die zierlich im Zentrum des Sonnensystems hängt, ist ein einzelner Stern. Unsere Galaxie, die Milchstraße, hat 400 Milliarden zusätzliche Sterne, die alle das Gleiche tun, und potenziell 6 Milliarden erdähnliche Planeten, die sie umkreisen. Und wenn man bedenkt, dass es im Universum noch 2 Billionen weitere Galaxien geben könnte, dann hat man es plötzlich mit so großen Zahlen und so vielen Ziffern zu tun, dass sie sogar einen Mathematiker zum Weinen bringen würden. Angesichts der Milliarden potenzieller Lebensräume im Weltall ist doch sicher mindestens einer von ihnen bewohnt? UFO-Jäger sind davon überzeugt, dass der Beweis da draußen liegt, nachdem sie in einer Live-Übertragung der NASA ein mysteriöses, zigarrenförmiges UFO entdeckt hatten. Seit Jahren überwachen Verschwörungstheoretiker den Weltraum religiös vom Livestream auf der Internationalen Raumstation aus. Und eine Sichtung löste bei den Enthusiasten einen Schock aus, als ein Megaschiff mit 2 Kugeln direkt über der Erde kreuzen sah. Das Filmmaterial zeigt, wie sich das zigarrenförmige Objekt auf dem Bildschirm nach rechts bewegt, während die beiden Kugeln darunter zu blinken und sich vorwärts zu bewegen scheinen. Und gegen Ende des Filmmaterials werden sie plötzlich dunkler. Trat die Verdunkelung auf, weil man, was auch immer es war, wusste, dass es entdeckt worden war? UFO-Enthusiasten glauben, dass die NASA kurz nach dem Erscheinen dieser Objekte entweder absichtlich oder unwissentlich das Filmmaterial schnell verdunkelt oder ihre Übertragungen abbricht.
aber einige Leute haben es als Blendenfleck abgetan. Die NASA bestätigte die Sichtung nicht, entdeckte jedoch einige Monate später im Oktober 2017 ein interstellares Objekt Oumuamua, das durch das Sonnensystem zog. Oumuamua ist ein felsiges, zigarrenförmiges Objekt mit einer Länge von bis zu 400 Metern. Viele renommierte Wissenschaftler glaubten auch, dass Oumuamua ein künstliches Artefakt sein könnte. Außer Oumuamua wurden auch viele zigarrenförmige Flugobjekte gesichtet. Seit 2008 gab es zahlreiche Berichte über Sichtungen seltsamer zigarrenförmiger UFOs. Dutzende erstaunliche UFO-Sichtungen, die von Piloten beobachtet und als beinahe Unfälle eingestuft wurden, wurden von der Federal Aviation Administration, FAA, veröffentlicht. Die detaillierte Liste der Berichte umfasst UFO oder sogenannte Unidentified Aerial Phenomena, UAP-Sichtungen vom 1. Januar 2008 bis heute. Die auf der Website Blackfowl veröffentlichte Liste umfasst mehr als 60 beinahe Unfälle mit ungeklärten Objekten, die von ausgebildeten Piloten in nur 14 Jahren aufgezeichnet wurden. Über die Sichtungen wurde in den letzten Jahren in Hülle und Fülle berichtet und Verschwörungstheoretiker haben eifrig darüber spekuliert, welche Art von Kreaturen die gigantischen länglichen Objekte bedienen könnten. Kalifornien haben ein zigarrenförmiges Fluggerät entdeckt, das am Himmel über dem Staat schwebte, ähnlich früheren, ähnlich geformten UFOs, die zuvor in der Gegend gesehen wurden. Ein rätselhaftes Filmmaterial zeigte ein ziemlich langes, dunkles Objekt, das am 31. Januar 2021 unter der Überschrift UFO über dem Pazifik auftauchte, sofort zahlreiche Reaktionen hervorrief und viral ging. Ein silberner, zylindrischer Gegenstand ohne sichtbare Flügel oder Fenster und eine lineare Form. Das Objekt wurde um 16 Uhr gefilmt, man kann es gerade noch über dem Horizont schweben sehen. Die Sicht ist sehr gut und es gibt keine nennenswerten Wolken, da sich diesem Objekt nichts im Weg befindet. Das ist kein UFO, sondern eine fliegende Zigarre, schrieb ein Zuschauer unter dem von Anthony Enki geteilten Video, während ein anderer offenbar sprachlos war, als er sah, wie das rätselhafte Gebilde einige Zeit regungslos in der Luft blieb. Anfang desselben Monats wurde eine weitere Aufnahme eines scheinbar ähnlichen Fahrzeugs am Nachthimmel veröffentlicht. Solche Objekte wurden in den USA mehrfach gesichtet, wobei die Häufigkeit der Sichtungen im Laufe der Jahre zunahm. Ein neuer freigegebener Bericht der US-Regierung über UFO-Sichtungen durch US-Truppen hat hunderte neue Fälle aufgedeckt. Dem US-Geheimdienst sind mittlerweile 510 gemeldete Sichtungen bekannt, ein Anstieg gegenüber den 144, die in der ersten Einschätzung des Geheimdienstes für 2021 zusammengestellt wurden. Dem Bericht zufolge wurden fast die Hälfte der neuen Sichtungen als unauffällig eingestuft und menschlichen Ursprungs zugeschrieben. Allerdings bleiben mehr als 100 der Begegnungen ungeklärt. In dem Bericht heißt es, dass Begegnungen mit UFOs, die die Regierung als Unidentified Aerial Phenomena, UAPs, bezeichnet, weiterhin in eingeschränkten oder sensiblen Lufträumen stattfinden, was mögliche Bedenken hinsichtlich der Sicherheit, internationalen Sicherheit verdeutlicht. Bei 26 der 366 neuen Meldungen handelte es sich nachweislich um Drohnen, bei 163 um Ballons und bei 6 Luftobjekten handelte es sich um Unordnung. Der Bericht wurde teilweise herausgegeben, um dazu beizutragen, Erfahrungen mit UFOs zu entstigmatisieren und die Flugsicherheit zu verbessern. Während sich die Behörden mit bizarren Fällen und vermehrten Sichtungen auseinandersetzen, gehen Wissenschaftler in ihren Studien immer wieder von unvorstellbaren Zahlen für außerirdische Besucher aus. Eine kürzlich durchgeführte Studie kam außerdem zu dem Schluss, dass etwa 4 Trillionen solcher Raumfahrzeuge unser Sonnensystem umkreisen könnten. Das sind 18 Nullen, falls Sie sich fragen. Jeder könnte ein Besucher von einem anderen Stern sein. Und jeder könnte möglicherweise künstlich erschaffen worden sein. Das scheint viel zu sein. Aber das Sonnensystem ist riesig. Und der Raum zwischen unserem Sternensystem und unserem nächsten Nachbarn, Proxima Centauri, ist noch größer. Es wäre wirklich sehr, sehr schwierig, eines dieser 4 Trillionen möglichen mysteriösen Objekte für eine genauere Untersuchung zu finden. Um es klarzustellen, die Studie behauptet nicht, dass Billionen außerirdischer Raumschiffe um unsere Ecke der Milchstraße kreisen. Schließlich hat nicht einmal Avi Lurbi jemals gesagt, dass Oumuamua definitiv eine Robotersonde oder ein bemanntes Raumschiff ist, sondern dass es eine Möglichkeit gibt. Die Wissenschaftler begannen mit allen Objekten, die Astronomen entdeckt haben und die von außerhalb des Sonnensystems stammen.
Hierbei handelt es sich um Strukturen, die von einer nahegelegenen außerirdischen Zivilisation außerhalb der Sichtweite unserer Sonden und Teleskope stammen könnten. Vor nicht allzu langer Zeit enthüllte ein Bericht des Pentagons, dass UFO-Sichtungen zwar bestätigt werden könnten, außerirdische jedoch nicht. Es ist durchaus möglich, dass es sich bei den seltsamen Flugobjekten, die der US-Geheimdienst gesehen hat, um hochentwickelte Technologie handelt, die von anderen Ländern gebaut wurde. Während diese Flugzeuge noch ungeklärt sind, beantworten solche Beweise von der ISS oder aus US-Dokumenten einige Fragen, die der breiten Öffentlichkeit jahrzehntelang weitgehend verborgen blieben, dass Außerirdische die Erde besucht haben könnten, mit oder ohne unser Wissen. Es besteht immer die Möglichkeit, dass es sich bei diesen bizarren, unidentifizierten Objekten nur um herumschwebenden Weltraumschrott oder Trümmer handelt, aber wir werden es nie mit Sicherheit wissen. Seit Beginn des Weltraumzeitalters in den 1950er Jahren haben wir Tausende von Raketen gestartet und noch mehr Satelliten in die Umlaufbahn geschickt. Viele sind noch da. Seitdem der Mensch den Weltraum erforscht, hat er dabei auch ein gewisses Maß an Chaos verursacht. Tausende toter Satelliten umkreisen unseren Planeten, zusammen mit Trümmern aller Raketen, die wir im Laufe der Jahre gestartet haben. Orbit. Jenseits des Blaus.